Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report oder Trip Report besser gesagt. Wir sind mal wieder in Paris. Wir fliegen heute mit Oman Air in der Business Class in deren 7879 nach Muscat oder Muscat und von dort dann weiter nach Bangkok. Genau, jetzt müssen wir noch gucken, wo unser Gate ist. Das wissen wir noch nicht. Aber da müssen wir... da, 2A. Genau, wir fliegen ab Terminal 2A ab und sind online schon eingesteckt. Wir reisen nämlich nur mit Handgepäck heute. Wir lassen unser oder haben unser Gepäck hier in Paris gelassen im Hotel, weil wir in 2 Tagen wieder da sind und dann weiterreisen und haben uns gedacht, für die 2 Tage nehmen wir keinen großen Koffer mit, nehmen nur die kleinen Koffer und lassen es da. Ist viel einfacher. One night in Bangkok sozusagen. Ja, stimmt. One night in Bangkok, ja. Und das war wieder die schnellste Sicherheitskontrolle überhaupt. Hier in Paris ist es so, wenn die neuen Automaten haben, dann brauchen wir nichts auspacken und es geht bis jetzt immer durch. Das ist bei uns eigentlich eine Seltenheit. Und sollten sie überall so machen. Finde ich auch. Also als Oman Air Business Class Kunde darf man in die Cathay Pacific Lounge gehen. Aber wahrscheinlich nicht in die First Class. Nicht mal ein Ausblick hier über das Rollfeld. Da ist die Etihad A380, mit der sind wir kürzlich geflogen. In der Business Class Upper Deck war mega toll der Flug. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal das i drücken und euch das Video nochmal angucken. War eine tolle Crew, kann ich euch sagen. Ich hoffe, dass es diesmal wieder so ist. Nudelsuppe, habe ich schon drauf gefreut. Wow, das sieht lecker aus. Wonton-Nudelsuppe und Udon-Nudelsuppe. Das ist also die japanische Variante. Beides mag ich gerne. Boarding ist nämlich schon jetzt. Wir müssen also jetzt ein bisschen beeilen. Also ich fand die Cathay Pacific Lounge ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, leckeres Essen. Die Suppen, ganz feine Sache. Auf jeden Fall. Bye bye. Und der Blick nach draußen, solange es noch hell ist. So, jetzt heißt es zum Boarding. Boarding soll angeblich schon sein, aber das Catering wird noch beladen. Also ich glaube nicht, dass jetzt schon wirklich geboardet wird. Gerade angekommen und schon beginnt das Boarding für die Business Class. Das ist immer das Lustige. Man boardet hier, also man lässt die Leute rein und dann muss man noch in der Brücke warten. Sind sich wirklich 14K? Ja, ich bin... Das hört sich so wie Economy an. Die beginnen mit der Reihe, glaube ich, erst mit 10. 10 und dann bis 15. Das ist dann die Business Class. 5 Reihen in einer 2-2-2-Konfiguration, aber davon gleich mehr. Weil jemand gefragt hatte bei unserem Video. Ich habe die eingepackt, selbstverständlich, diese Schuhe. Dominik darf heute mal am Fenster sitzen. Das ist sehr nett. Ja.
Sehr freundlich. Sehr freundlich von mir, finde ich auch. Und das ist, wie gesagt, die Oman Air Business Class, die sogenannten Apex-Sitze. Jeder hat einen einzelnen eigenen Gangzugang, weil Dominik kann einmal hier rumlaufen und kommt dann auf den Gang und muss über niemanden drüber steigen. Das finde ich nämlich das Beste an dieser Business Class. Diese in der Neuner ist aber aufgeteilt in zwei Abschnitten. Vorne sind 5 Reihen in einer 222 und dann gibt es hinten nochmal. Ich meine, dass wir damals da gesessen haben. Wo? Nein. Da war ganz viel los, wo wir gesessen waren, das weiß ich. Na gut. Hier sind so viele Knöpfe, ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Hier ist die Bedienung für den Sitz. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und, Hot One, please. Ich gehe trotzdem durchs Gesicht, auch wenn man es angeblich nicht macht. Es gibt so viele Dinge, die man angeblich nicht machen soll. Ich glaube, es bleibt jedem selbst überlassen. Was man nicht machen sollte, ist vielleicht zuerst die Hände und dann das Gesicht. Ja. Weil die Hände könnten ein bisschen dreckiger sein als das Gesicht. Gut. Ja, ich war stehen geblieben hier. Ich habe hier so viele Knöpfe mit Einstellen des Sitzes hier links. Und hier kann ich diesen Rabbit Seat Divider hochmachen. Und kann dann, obwohl es ja eigentlich ein Zweiersitz ist, auch ganz privat alleine sein. Am Platz befindet sich eine Flasche Wasser. Die Kopfhörer hier unten. Eine gebrandete Flasche. Ja, tatsächlich. Kopfhörer. Und ja, es gibt relativ viele Compartments, also Ablagemöglichkeiten. Unter der Fußablage ganz viel Platz für den ganzen Koffer oder meine Riesentasche. Dann habe ich da, wo die Flaschen sind, 2 Stück. Dann die Fußablage als solches und vor mir unter dem Monitor ebenfalls. Am Platz ist auch noch die Menükarte, habe ich euch ja schon gezeigt, mit der Winelist. Das war's erstmal. Was fehlt denn eigentlich noch? Eigentlich fehlt nichts weiter, außer das Amenity-Kit. Das kommt noch. Decke und Kissen, beziehungsweise das ist, glaube ich, die Unterlage hier. Und das ist die Decke, ist vor mir. Und ein schönes, weiches, großes Kissen. Good evening. Das war die freundliche Anfrage des Cabin Managers, also quasi der Purser hier. Und wir sollen die Zeit genießen hier an Bord. Schaut euch mal diese Champagnergläser an. Also, das ist ja nicht mal Stil. Ja. Ich hab schon getrunken. Cheers. Immer mehr klar. Und completed. Und ja, der Sitz, wo ihr jetzt gerade drauf steht, oder auch auf dem Sitz, wo ihr gerade seid, der bleibt leer. Das heißt, ich kann die Kamera schön dort hinstellen und ihr könnt uns zuschauen beim Relaxen und Fliegen mit Oman Air. Oman Air ist für uns war damals schon eine tolle Airline und sie ist es immer noch. Man kann sehen, die Sitze sind genauso gut, sie sind überhaupt nicht abgenutzt und der Service beginnt jetzt ja schon mega gut. In frischer Orangensaft, Champagner, also das können nicht viele Airlines der Welt. Ja. Und warum sitzen wir jetzt eigentlich hier? Wir sind eigentlich für 4 Tage jetzt in Paris, aber ich habe kein Hotel gefunden. Die Preise waren bei über 300 Euro die Nacht. Und wie gesagt, 300 Euro die Nacht, das war mir zu teuer für eine Übernachtung. Wir brauchten also 4 Übernachtungen, da wären wir ja schon bei 1200 Euro für 4 Tage gewesen. Ich dachte, was mache ich jetzt? Und da kam mir eine Idee und zufällig auch noch ein Deal. Wir fliegen nämlich jetzt für unter 1000 Euro von Paris über Muscat nach Bangkok und wieder zurück für 3 Tage und haben dadurch letztendlich unwesentlich mehr bezahlt, aber fliegen dadurch mal wieder mit Oman Air, haben Spaß dabei und sind mal wieder ganz kurz in Bangkok. Also haben wir die Zeit bestens genutzt. Wenn ihr auch mal gerne so einen Deal wahrnehmen wollt, dann schaut am besten mal auf unserer Webseite vorbei, yourtravel.tv. Dort findet ihr in der Rubrik
Deals, täglich wechselnde Deals, und das sind richtig gute Deals. Wie gesagt, dieser Deal, der war dort auch gepostet und wir haben ihn selbst auch gebucht für uns beide. Wahnsinnig günstig, und jetzt kürzlich gab es sogar einen Deal für 900 Euro mit der Swiss von Zürich nach Dubai für 900 Euro hin und zurück in einer richtigen Business Class. Ich glaube, sie fliegen mit der A330 oder A340 nach Dubai. Also das sind schon Dinge, die muss man unbedingt mal gemacht haben, also zumindest probiert haben. Schaut am besten auf unserer Webseite vorbei. Oh, jetzt gibt es Zeitschriften und dann können wir auch schon quasi losfliegen. Thank you. Und schon geht es los. Also das Boarding ist einigermaßen oder sogar sehr, sehr entspannt abgelaufen. Es wurden ja in Gruppen aufgerufen. Es wurde zuerst die Business Class geboardet, relativ schnell, und danach dann auch gleich die Economy. Es gibt nämlich nur zwei Klassen hier in diesem Flugzeug und das ging relativ schnell. Ich habe mich schon gefragt, wie sie das schaffen wollen innerhalb von 20 Minuten. Denn jetzt an 20 Minuten war nämlich die offizielle Abflugszeit. Wie sie das schaffen wollen. Haben sie aber geschafft. Wir sind pünktlich. Und ja. Man kommt also an Bord und hat dann die nette Begrüßung, bekommt dann ein Getränk nach Wahl, Champagner oder alkoholfrei, man bekommt ein heißes Tuch, man bekommt die bekannte... Kaltes Tuch. Ach, stimmt, beide Tücher gab es sogar. Ja, kaltes und warmes Tuch. Frisch gepressten Orangensaft gab es, eine Dattel gab es, upsi. Und natürlich den Arabic Coffee. Das war's erstmal, würde ich sagen. Ja, jetzt geht's erstmal in die Luft und dann melden wir uns gleich, wenn wir wieder oben sind. Das ist cool. Also in der letzten Reihe, das ist quasi die fünfte Reihe hier in der Business Class, aber in der zweiten Kabine ist irgendwie niemand außer ganz hinten in der Ecke. Das ist ganz cool gemacht, jetzt könnt ihr das mal genauer sehen. Es sind immer Zweiersitze. Der Platz am Fenster ist wesentlich größer, länger als der am Gang. Was aber auch nicht schlimm ist, man hat hier seine eigene Suite und auch sehr, sehr viel Privatsphäre. Aber jetzt gehe ich jetzt mal auf die Toilette, zeige es euch mal. Das ist sie, und sie ist nicht klein. Es gibt zwischen den beiden Kabinen eine Toilette und vorne gibt es auch nochmal zwei. Und ja, was habe ich hier alles so? Das übliche, ich habe Becher, Tücher, Wasser natürlich, und hier ist duftet schon total lecker. Handcreme. Ich denke, das wird ein bisschen Eau de Parfum sein. Und das nochmal. Na gut, dann halt zweimal. Echt so typisch orientalisch. Es gibt ein bisschen Wi-Fi hier an Bord. 30 Minuten. Kostenlos. Nee, doch nicht. 30 Minuten kosten 10 Dollar. 60 Minuten kosten 20 Dollar. 3 Stunden 30 Dollar. Der ganze Flug 40 Dollar. Oh, es gibt... Okay. Ah. Oh wow, it looks nice. Let's have a pajama, sir. Yes, please. We have only the XL version. It's all XL. Oh, okay. Ja. Yeah. Das sieht so gut. Wollen wir mal schnell reingucken? Ja, wollen wir mal reingucken. Der stabile Tisch von mir, perfekt zum Ausbreiten. Das hört gar nicht mehr auf. Also, was ist drin? Schlafmaske, Socken, eine riesen Tube Handcreme oder Bodylotion, Lippenbalsam, Facelift, eine Mundspülung. Das ist noch ein Rasierset, eine Zahnpasta, Ohrenstöpsel und ein Kamm. Ja, das war's.
Und dazu gab es noch einen großen Pyjama in Größe XL. Leider zu groß für uns, aber ich habe ja meine Sachen dabei. Kann ich also mir noch aufheben. Nee, das ist eine Auflage. Dann nehme ich die Auflage auf. Ach, das sieht ja schon mal sehr bequem aus hier. Jetzt haben wir noch das Kissen hier. Und die Decke. Oh ja, ach ja, das sieht gut aus. Also auf jeden Fall ist der Sitz richtig bequem und richtig lang. Die genauen Maße blende ich euch gerne mal ein, denn ich habe das Gefühl, er ist länger als 2 Meter. Also der gesamte Sitz mit dem Raum hier in dem Sitzbereich, in der Suite, kann man es ja schon fast sagen. Und breit ist er auch ausreichend. War ich sowieso und von daher kann ich jetzt die 6 Stunden verbleibende Flugzeit hier mit Sicherheit sehr angenehm verbringen. Ah, es gibt Nüsse, Cashew-Nüsse und Mandeln. Oh, der ist perfekt temperiert. Richtig kalt. Die Nüsse schmecken immer ein bisschen anders. Ja. Ein bisschen nach Zitrone. Das Gute ist, dass hier alles ziemlich nah am Platz ist. Die 2 USB-Anschlüsse zum Laden der Handys und was auch immer, was er dabei hat, ist gleich hier rechts von mir. Die Steckdose ebenfalls, der Kopfhöreranschluss ebenfalls. Ich kann ihn hier aufhängen, den Kopfhörer. Licht habe ich hier auch noch. Und sie sind Noise Cancelling Kopfhörer. Sie unterdrücken die Umgebungsgeräusche und haben, so wie ich es jetzt feststelle, einen recht guten Klang und sind auch dazu noch bequem. Perfekt. Das Entertainment-System, der Dominik hat ja gerade schon ein bisschen gemeckert über diesen Controller hier. Er ist berührungsempfindlich, genauso wie der Monitor vor mir. Ich kann auch damit die Musik, die Filme, die Serien und was auch immer ich noch so angucken möchte, auswählen. Auch hier sehr innovativ, aber es reagiert nicht so einfach. Und der Monitor ist aber so weit weg, dass ich da nicht drücken kann. Also kriege ich schon ein bisschen aufstehen, habe ich ja nicht so Lust zu. Also muss ich mich ja damit jetzt hier beschäftigen. Auswahl ist relativ groß. Es sind viele Filme mit deutscher Tonspur zur Auswahl. Aber auch viele Blockbuster und auch Bollywood-Filme, natürlich indische Filme. Das sind ja Bollywood oder Spiele gibt es auch. Die Map, Duty Free, Informationen über das Frequent Flyer Programm von Oman Air. Ja. Das Coole ist, die beiden Sitze sind etwas versetzt und der Tisch jeweils ebenfalls. Ich kann ihn zwar an mich ranschieben, aber jetzt nicht weiter weg, aber ich kann ihn drehen, um meinen Platz dadurch ganz einfach zu verlassen. Das finde ich cool. Also der gesamte Sitz ist bei mir ziemlich gut durchdacht, muss ich tatsächlich zugeben und sagen, das gefällt mir richtig gut. Yeah, I go for also for the Arabic Museum. Arabic Museum. Good choice. Yeah, always a good choice. And the cheese bed as well. Cheese. Sounds good. Thank you. Weil Dominik nicht da ist, klaue ich ihm sein Amuse-Bouche, so nennt man es quasi. Der Gruß aus der Galley. Du bist zu spät. Lachs mit ganz viel Dill in einem kleinen Teigtäschchen und eine kleine Curry-Creme-Soße dazu. Das nenne ich mal ein richtig tolles Gedeck hier von Oman Air. 3 verschiedene Arten Brot, nicht sogar 4. Es ist ja noch das flache Brot dazwischen. Laugengebäck ist da drin, ein Käse, Schinkengebäck, das sieht aber lecker aus. Oh, wow. Genau mein Geschmack. Ich mag sehr gerne überbackenes Brötchen mit Schinken, Zwiebeln und manchmal auch so Paprika. Gibt es ja oft. Vor dem Arabic Museum gibt es für mich noch eine Spargelcremesuppe. Für uns, nicht für dich. Ganz fasziniert, das sieht ja besser aus als bei Qatar Airways und es ist ja schon fast First Class mäßig, oder? Zum Glück habe ich das auch gleich. Das ist First Class mäßig. Bevor es Stefan jetzt probiert, ich muss sagen,
Meine Meinung ist, dass es eines der besten Arabic-Messes, die ich jemals an Bord und das ist das, nicht das Schlimme, aber erwähnenswerte, am Boden gegessen habe. Ich bin ja kein Spezialist dafür, aber das hier bekommt man bei Emirates nicht mal in der First Class. Geschmacklich, qualitativ, absolut fantastisch und es war ein Hauptgericht. Also ich brauche nichts mehr zu essen. Ich kann jetzt schlafen, das war's. Und ich habe noch im Etihad-Video gesagt, hier am Boden in der Lounge lecker und im Flug auch lecker, aber das ist State of the Art wirklich. Arabische Spezialitäten oder eher sowas wie Antipasti. Man hat kalte Tomate, Gurken oder Aubergine und Zucchini, Garnele, Hummus. Das wird auch irgendwas mit Aubergine sein, gemixt und das ist Joghurt. Gebackene Ente. Ist ein bisschen weihnachtlich, muss ich sagen. Ja, schmeckt's auch so? Erstmal der Test, der Käse ist Raumtemperatur. Oh ja, das ist gut. Ja. Das ist ja eine Riesenkäseplatte, da ist ja alles drauf. Gemüse, Obst, Chutney bzw. ein bisschen Marmelade und vier verschiedene Käsesorten. Das ist mein Eis. Das sieht aber lecker aus, das Eis. Das hast du für mich bestellt, ich sehe das schon. Nee, du kannst dein eigenes Eis bestellen. Das ist sehr hart. Oh, jetzt, das kann Etihad besser. Das Eis sieht wirklich lecker aus, aber ich kann es nicht essen, weil es steinhart ist. Also muss ich erstmal ein Stück warten. Kurz vor der Landung, jetzt hier in Muscat. Es sind noch 20 Minuten bis zur Landung und ich bin sehr gespannt. Wir werden das erste Mal jetzt überhaupt. Ja, thank you. Das neue Terminal in Muscat gesehen. Es ist ein neues Terminal aufgemacht worden vor 2 Jahren, als wir letztes Mal mit Oman Air geflogen sind. Mussten wir noch per Busgate von Gate zu Gate fahren und jetzt gibt es halt ein neues Terminal mit Gates und einer neuen Lounge. Bin ich sehr gespannt drauf und dann, wie gesagt, geht es für uns weiter, ebenfalls in der 787-9 nach Bangkok. Und look, die Sonne geht auf, so langsam.
Bye bye, thank you. So, jetzt geht's ab zur Lounge. Es war ein richtig toller Flug, muss ich sagen. Also entspannt, leckeres Essen. Und ich bin gespannt, wie der nächste Flug sein wird. Es wird das gleiche Flugzeug sein, mit Sicherheit. Und anderes Essen, weil wir sind ja jetzt hier in Muscat vorhin, wohnen wir ja in Paris gecatered. Jo, gucken wir mal. Jetzt bin ich aber gespannt auf die neue Lounge hier von Oman Air in Muscat. Das ist ein nagelneues Terminal hier in Oman, in Muscat. Also man merkt es richtig, aber es ist auch nicht wirklich viel los hier. Also er hat mit Sicherheit noch ein bisschen Kapazität übrig, denn es gefühlt, okay, es ist morgens, aber solche Flughäfen hier in diesen Golfstaaten, die sind ja meistens morgens wirklich busy, sieht man ja an Dubai oder auch an Abu Dhabi, weil da die meisten Flugzeuge ankommen, aber hier noch nicht ganz so. So, das ist die nagelneue Oman Air Lounge. Sah jetzt ganz nett aus. Gucken wir mal, was es zu essen gibt. Das ist aber eine schöne Lounge gewesen hier. Warte, einen Moment, einmal Foto machen. Und jetzt müssen wir zum Gate A10. So ist es halt, ja. So, jeder guckt uns aber aus. Es ist ja gar nicht so viel los hier. Aber es ist alles total dunkel gestellt hier. Hm. Zumindest die Fenster, aber hier drin ist aufgehellt. Ja. Gut, das ist jetzt der zweite Flug, ist aber die gleiche Kabine, beziehungsweise die gleiche Sitzanordnung. Und dann sitzt knapp wieder. Ja, knapp, wie der andere auch. Ja. Unfassbar. Naja. Oh, okay. Diesmal ist die Winelist auf der linken Seite. Spinat gab es letztes Mal auch. Aber ein King Pistazien. Ein Parmesan Crusted Scallops, jawohl. Classic Arabian Museum, das ja. Ist okay. Also es gibt zumindest kein Frühstück. Ich habe erst gedacht, es gibt hier Frühstück, aber es habe jetzt ungefähr hier, es ist 8.30 Uhr. Normalerweise gibt es immer Frühstück, das Übliche, aber mag ich nicht so ganz gerne. Aber gibt es nicht. Oh, oh, hier. Im ganzen Flugzeug wird jetzt das System gewartet, offensichtlich. Aber hoffentlich nur das Entertainment-System. Da merkt man mal wieder, er hat überhaupt keine Ahnung von Technik. Alles völlig normal. Ja? Da steht Maintenance. Maintenance heißt Wartung. Ja und? Reboot tut gut? Strawberry Smoothie ist gut, yes. Ja.
hörst du deinen Smoothie und ich mein Erdbeer-Smoothie. Weil das Smoothie nicht aussprechen kann. Kann ich sehr wohl. Der Salat. Das ist ja sehr gesund, auf jeden Fall. Wow. Das ist jetzt mal Fisch. Ich esse normalerweise nie Fisch im Flugzeug, aber ich kann nichts anderes jetzt gerade mehr sehen. Das wird sowas wie Schwertfisch sein, also weißer, magerer Fisch in einer Currysoße. Schmeckt sehr, sehr gut und ich weiß genau, es ist relativ kalorienarm. So, aus ist der Strom. Oh, es wird alles neu. Es startet alles neu. Ist oh mein Gott. System Error. Ich sag ja, das war die Wartung von vorhin. Nein, du hast irgendwas angefasst hier. Ich hab's nur angeguckt wahrscheinlich. Ja. Das wird's gewesen sein. Am besten machen wir dir gleich eine Schlafmaske drüber, wenn du hier reinkommst. Mach ich auch gleich. Ich esse jetzt noch mein Dessert auf und dann ist Schluss hier. Ich bin aber nicht schnell genug. Das ist jetzt mein Dessert. Oh, sieht aber lecker aus. Da ist sogar ein Schneemann mit dabei, mit grünem Hut. Ja, ist ganz fluffig und weich. Ja, der sieht total trocken aus. Nee. Angekommen in Bangkok. Der zweite Flug war eher so zum Schlafen da, aber nur kurz gegessen und dann bin ich eingeschlafen, Dominik auch. Und jetzt müssen wir versuchen, schnell in die Einreise zu kommen. Also man bekommt hier höchstwahrscheinlich so ein Zettelchen für einen Fast Track und dann kann man hier in Immigration relativ kurzfristig in eine Immigration gehen, wo wenig Leute anstehen. Und dann ist man flups drin. Wir haben nämlich kein Handgepäck, wir haben kein richtiges Gepäck aufgegeben. Das heißt, wir sind nur ruckzuck dann auch drin und können dann zum Hotel. Das ist unser Plan. Mal sehen, ob das klappt. So, weil wir uns jetzt beeilen wollen, machen wir schnell das Auto jetzt hier, damit wir nachher gleich rennen können. Ne? Du wolltest rennen, ja, dann rennen wir mal. Aber ich muss sagen, ich bin wieder mal sehr überrascht, wie gut Oman ja eigentlich ist, so in der Business Class und dieser Sitz. Dominik sagt ja gerade, er ist unglaublich gut. Ja. Ich bin sehr begeistert. Schade, dass es nicht alle haben. Jeder hat einen Gang-zu-Gang, 2-2-2-Konfiguration. Super breit der Sitz, mega genial auch zum Schlafen. Und ich habe eine Privatsphäre, die ist ja überragend. Ich habe nichts gesehen von irgendjemandem. Genau, sehe ich auch so. Und das Essen war wieder mal ausgezeichnet. Ja. Service auch. Und kann nichts Negatives sagen. Und zu dem Preis, wie gesagt, 1000. Um die 1000 Euro haben wir pro Person bezahlt. Das ist also wirklich ein unschlagbar günstiger Preis gewesen. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auf unserer Webseite mal vorbeischauen für diese Tipps und Tricks, die wir dort posten. Jetzt geht's raus und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Tschüss. Bis dahin, tschüss. Hast du hier schon, ist das eine Decke hier oder ist das ein Kissen oder ist das eine Auflage? Und dann gehen wir schon mal so ein bisschen in die Relax-Position, würde ich sagen. Oh ja, ach ja, das sieht gut aus. Ach, wie immer, Cashew, Nüsse und Mandeln. Vor dem Arabic See gibt es für mich noch eine Spargelcremesuppe. Für uns, nicht für dich. Für uns, aha. Für uns, ja.